herzlich willkommen zur nächsten Folge auf der Filzbrunn. Wir machen Silage, liebe Leute. Wir haben ja in der letzten Folge so ein paar Gerätschaften gekauft. Plus ein kleines Basilo. Ja, klar, aber höher. Dass da ein bisschen mehr rein. Ach, hier rutscht doch gar nicht hin. Ah, zu weit gefahren. Scheiße. Also eben hier. Fahren wir jetzt hier lang. Also auf der Bremse stehe ich schon. Das ist immer noch der erste Ladewagen, den wir sammeln, während des Vorspulens. Wir spulen aber nur langsam vor, damit sich das auch lohnt. Ladewagen hier hoch, wird doch schon schwierig. Es geht wirklich nur, wenn die Dinger leer sind am besten. Dann sind die 150 PS doch zu wenig. Aber so viel fehlt ja nicht mehr, 23.000 Liter. Das killen wir uns eben hier hoch. Und dann haben wir unseren ersten Ladewagen auch voll. Wenigstens sauber abgeschnitten. Hast du überhaupt geschlagen? Ne? Da sind ja Teller wieder drin, die schneiden. Müssen wir noch einmal hier hinten lang.
ist ja sowas von. Oh, aua, aua. So, dann fahren wir mal den ersten abkippen. Mal wenigstens ein bisschen was zu tun machen. Warum wird denn das nicht angezeigt? Ich hab den ja ausgewählt. Kennt ihr den Trigger dafür nicht? Ach, das erkennt ihr nicht. Ja, okay. Ihn kam halt kriegen. Oh, das ist schön, der geht von alleine zu. So, jetzt möchte ich aber gerne wissen, wie viel PS der andere hat, ob sich das lohnt, die Schlepper mal eben zu tauschen. Mietete Fahrzeuge. Er hat 200 PS. Lohnt sich. So, mal, wir machen das anders. Wir gehen mal hier stehen. Schon mal eben die Traktoren, liebe Leute. Ja, hätte es anders machen. Mal da den Frontlader nachher mitnehmen, weil wenn wir unsere erste Halle kaufen sollten, kommt die nämlich hier dran. Wir haben dann den Frontlader drin, sind wir nicht. Das wollen wir ja auch nicht. Aber das können wir wieder ausmachen. So, dann fangen wir hier an. Ah, das geht schon ein bisschen flotter hoch. Aber so flott auch nicht. Aber man merkt die 50 PS doch. Also so 200 PS für den Hof, das ist schon top eigentlich. So ein Hochschlepper, die geht nicht. So ein kleines Segment, 150, 200 PS, schon besser, wenn noch 200 bis 150, bei der hier glaube ich schon in den mittleren, okay? Egal, wenn der noch in dem, im Kleintraktorbereich wäre, also die erste Variante, 200 PS, geht schon was. Geht doch.
Verlust. So, rechnen wir noch die heutige Folge. Größe bei den Maßrändern und Hochrand, sonst habt ihr heute nur noch Testpunkt vor der Bucht. Weil heute ist Dienstag und ich habe nicht mehr genug Vorfeld. Weil ich keine Lust hatte. Mit dem neuen Begradigungsteam, das wir ja drin haben, mit dem Patch, könnte man sich zum Beispiel die Schräge, wenn man das Feld hat, ein bisschen angenehmer zum Fahren machen, könnte man ausgleichen. Vielleicht machen wir das später auch mal, wenn das Feld vorhanden ist. Wenn es jetzt sowas schon als Patch gibt, dann können wir es auch unter uns nicht nutzen. Dann haben wir nicht so viel Kugelei und Volkerlei und ich hebe jetzt nicht. Da haben wir den zweiten auch schon zu viel über die Hälfte geflügelt. So. Komm. Ah. Passt noch nicht ganz. Vielleicht beim nächsten Mal. Mal ein bisschen weiter aus. Aber ich glaube, dann fangen wir erstmal die Ränder ab von den Sachen. Später fangen wir dann auch noch den Becher auf der Seite, weil das stört nämlich ungemein jetzt hier. So, einmal zurücksetzen, dann kommen wir wieder hoch. Aber es geht recht zügig, 66%. Aber wir haben wenigstens was zu tun beim Vorspulen. Okay. Bei Nacht können wir dann glaube ich mal rüberstellen, weil da sehen wir eh nicht viele. Es sei denn, ihr wollt das nicht, dass wir dann immer gerne die Kommentare schreiben, dann würde ich die Nacht vorspulen. Es sei denn, wir müssen jetzt unbedingt umkommen, wenn wir das nicht gut machen. Weil im Dunkeln gucken ist eh blöd. Wenn man auf dem Smartphone guckt, das noch beschissener. Vor allem, wenn man sich draußen befindet, kenne ich die Problematik, ja.
kurz. Beziehungsweise setzen wir neu an. Boah, wie es weitergegeben, Leute. Das sehen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss.